Ich begrüße euch in der rätselhaften Welt der Leitern. Weshalb rätselhaft? Klar, weil es sich um ein neues Mathe-Rätsel handelt. Und ich möchte gleich zu Beginn um eure Nachsicht bitten. Ich klinge so nasal, weil ich ziemlich erkältet bin. Und das könnte jetzt sein, dass ich extrem dumpf klinge. Und da müsst jetzt ihr leider durch, ich aber auch. Und glaubt mir, für mich ist es noch etwas unangenehmer als für euch. Aber nun zu unserem Rätsel. Bei diesem Rätsel geht es, wie gesagt, um zwei Leitern und es gibt auch noch zwei Häuser bzw. zwei Hauswände. Ich zeichne das mal hier so ein. Also das hier der linken Seite, das wird eine Hauswand und dann noch auf der rechten Seite eine zweite Hauswand. Jetzt kommen auch gleich die Leitern ins Spiel. Ihr könnt euch bestimmt schon denken, eine Leiter wird so an diese Hauswand lehnen und genau so ist das natürlich dann auch. Und diese Länge der Leiter sind 11,9 Meter und eine zweite Leiter, die beginnt auf der anderen Seite, die liegt so ungefähr hier drin, die hat eine Länge von 7 Metern und diese berühren sich in einer Höhe von 3 Metern. Man könnte auch sagen, sie schneiden sich, aber ja klar, jetzt könnte ein oder andere sagen, Leitern können sich ja in dem Sinne nicht schneiden, aber wir wissen ja, bei solchen mathematischen Rätseln wird alles immer abstrahiert und wir können einfach auch von zwei sich kreuzenden Linien sprechen. Was ist denn jetzt eigentlich die Rätselfrage? Die Rätselfrage ist ganz einfach, wir suchen den Abstand von den beiden Häusern, also dieses, ich nenne es mal ein großes D, dieses große D hier ist gesucht, kann man nicht so gut lesen, das hat vielleicht doch etwas kleiner und dünner, also hier dann nennen wir es halt ein klein D. Das ist gesucht, in welchem Abstand befinden sich die beiden Häuser bzw. diese Hauswände. Man kann dieses Rätsel auch zeichnerisch lösen, das ist machbar. Habe ich vorhin versucht, irgendwie auch hier so mal auf dem Tablet versucht, das irgendwie auch mit so ja, Zeichnungen zu lösen, ist jetzt mir nicht so ganz gelungen, deshalb werdet ihr morgen dann von mir nur eine rechnerische Lösung sehen, aber es macht auch mal Sinn, sowas sich tatsächlich aufzuzeichnen und da mal so ein bisschen mit dem ja, Geodreieck, Zirkel, was man noch so alles so findet, irgendwie mal das Ganze etwas versucht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Rätseln und ich hoffe, dass ich dann schon bald wieder besser klinge. Macht's gut, bis bald und ciao.